Hallo zusammen, hier ist wieder heute Abend. Heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und so wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es um den ersten Great Vault hier in The Wolf Inn und ich würde sagen, wir fangen mit meinem Main an. Ich war mit dem einige Sachen und ich habe auch noch ein paar Twinks. Ich muss mal gucken, wie viele tatsächlich, denn man kriegt jetzt auch über World Events teilweise in Vault und auch über diese Tiefen und dementsprechend habe ich mit ein paar anderen Chars auch was gemacht, aber da wird es wahrscheinlich vom Gear ein bisschen niedriger ausfallen. Wobei, ich habe ein paar Twinks in 8er Delph mitgezogen, also die müssten dann auch teilweise recht gutes Gear kriegen. Juti, ich würde sagen, wir starten mit dem Main rein. Ich war letzte Woche bestimmt 20 hier Stufe 8er Delphs, also ich müsste diese drei Reihen 6 16er Items voll haben. Dann war ich auf jeden Fall auch im M0 unterwegs, also die Reihe habe ich auch voll und ich war im Normal Raid einmal komplett durch, beziehungsweise habe noch 4 HC-Bosse gekillt, also da müsste ich auch nochmal 2 Slots haben. Ich hoffe, ich kriege ein T-Teil raus. Ich habe hier nämlich schon einmal aus dem HC-Raid tatsächlich die Schultern, da war ich halt random drin, aber das ging tatsächlich auch. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein. Am liebsten hätte ich ein T-Teil oder eine Waffe. Das wäre eigentlich so die beste Konstellation. Wir werden sehen, was wir drin haben. Ich hoffe, ich habe Glück. Jetzt heißt Queste Daumen drücken. Und was ist drin? Also ihr seht, wir haben alles ausgeführt. Wir fangen einfach mal oben an. Also wir haben einen 610er Umhang aus dem HC. Crit Mastery, das ist schon mal nix. Dann haben wir einen Tempo Mastery Ring, 610, der ist eigentlich nicht verkehrt. Und dann einen 600er Hals mit Crit Tempo, der ist kacke. Dann haben wir einen T-Hände 603, die würde ich eigentlich ungern nehmen. Ich hoffe, ich habe unten nochmal einen T-Slot dabei. Dann haben wir einen Hals, Versa Crit, das ist ganz okay. Und einen Umhang mit Tertia Stat Movement Speed, das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir einen Umhang mit Versa Tempo, der ist eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Das wäre eine Überlegung wert. Versa Tempo ist eigentlich Biss. Dann haben wir einen Kopf, der leider kein T-Slot ist. Und wir haben einmal ein Trinket, was glaube ich nicht so prickelnd ist. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Das müsste ich mal eventuell simmen. Und mal schauen, was, wie, wo, warum. Ich bin am Überlegen, wenn dann nehme ich halt die Hände, dass ich schnell Set habe, die sind halt niedrig im Item-Level. Oder ich nehme einfach den Kopf oder den Umhang. Den Kopf könnte ich theoretisch in den Katalysator packen und hätte dann gleich schon mal den T-Kopf. Ich würde sagen, ich simme das jetzt mal durch und dann schauen wir mal. So, ich habe das Ganze mal durchgesimmt. Und zwar bringt mir das Set-Boni, wer hätte es gedacht, obwohl das halt das niedrigste von den Items ist, tatsächlich den meisten Gain hier. 14.000 mehr Schaden und ja, dementsprechend werden wir das nehmen. Dann habe ich auch einen Zweier-Set-Bonus zumindest. Den Katalysator-Charge habe ich auch noch offen. Theoretisch können wir die Woche dann auch auf einen Vierer-Set-Bonus kommen. Es tut ein bisschen weh, dass das halt nur 603 ist, ne? So ein 616er-Item hätte ich schon ganz gern. Aber was will man machen? Das Ding nehmen wir mit und dann haben wir zumindest schon mal einen Zweier-Set-Bonus. Ich würde sagen, ich grade das gleich ab, weil das werde ich ja jetzt erstmal anlassen, das Teil. Heißt, da ballern wir jetzt ein paar Marken drauf. Und dann, die Quest kann ich nur abgeben, für dass wir quasi das erste Item aus dem Vault geholt haben. Und dann kann ich mir auch noch was craften, das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Bevor wir jetzt auf die Twinks weiter switchen. Ich bin jetzt gerade überlegen, komm, das ballern wir hoch hier. Ja. Dann ist das auch schon mal 6,19. Gut. So viel dazu. Und jetzt baue ich mir noch Schuhe. Und zwar habe ich so ein Upgrade-Item gekriegt. Wo haben wir es denn? Das hier. Das gibt es durch eine neue Quest, die man seit heute quasi machen kann. Und da muss man ein paar Questen aus Kahed absolvieren und am Ende dann den Endboss umhauen und das kann man sogar in dem, ja, ich würde sagen Spectator-Modus machen oder das ist so eine Art Follower-Raid-Gedönse, da kann man direkt zum Endboss, das habe ich gemacht und habe da das Ding gekriegt, das ist halt vom Item-Level im Endeffekt, ja, wie Heroic und dementsprechend gar nicht schlecht. So, jetzt muss ich mal schauen, habe ich die Mats, die ich mir vorhin gekauft habe, gar nicht aus der Post geholt? Ah ja, den bin ich aus der Post geholt, so viel dazu. Und jetzt kann ich meine Stuhe direkt auf, schauen wir mal, auf was das geht. Ich glaube, auf HC-Item-Level müsste das gehen.
Also das packen wir jetzt mal rein. Dann haben wir hier das. Und dann sind die 6,19, seht ihr? Eigentlich gar nicht schlecht. So, ich muss ihn ablegen. Okay, warte. Jetzt geht das, okay. So, ich hätte auch meinen Ring umbasteln können, aber ich dachte, ich nehme jetzt erstmal die Schuhe und hau da das Ding drauf. Dann haben wir jetzt nämlich noch einen Item, das 6,19 ist, und dann geht das Item-Level schon ein bisschen nach oben. Also, genau. Jetzt würde ich sagen, schauen wir noch auf den Twinks und gucken mal, was wir da noch Schönes drin haben. So, als nächstes sind wir auf dem Hexer. Bei dem ist es eigentlich so, der hat jetzt nicht groß Endgame gemacht letzte Woche. Den habe ich eigentlich nur dafür, dass ich diese Maschinenwellen-Event machen kann, um das Mount zu farmen. Aber wenn er ein bisschen mehr Gear hat, schadet es auch nicht. Ich habe mit dem dieses Maschinenwellen-Event gemacht und ein paar so World-Quest-Geschichten. Mal gucken, was der jetzt im Vault drin hat. Ein Slot hat der, okay. Er kriegt einen Hals, also da haben wir viel Auswahl. Ja gut, was kriege ich denn über die Marken? Das ist halt, also zwei Marken, könnte ich 1000 Gold nehmen, Tapferkeitssteine oder hier die Wappen, ne? Sind das? Das sind HC-Wappen, oder? Unverzierte sind, glaube ich, die HC-Wappen, ne? Und hier hat man wieder einen Sockel. Ich sag's euch ganz ehrlich. Der Hals, den kann ich halt vergessen, ne? Ich habe eigentlich einen ähnlich guten. Wir nehmen mal das Zeug. Also wenn, dann nehme ich Gold. Oder das, oder die Wappen. Ich glaube, ich lasse das bei dem Char mal liegen. Eventuell kann ich dann irgendwann für T-Mog später mal die Wappen noch gebrauchen. Aber soweit bin ich noch nicht, dass ich da schaue, wie es mit T-Mog aussieht. Das lassen wir jetzt einfach mal hier bei dem. So, den nächsten Char, den wir haben, ist mein Worry. Mit dem habe ich auch kein Endgame gemacht. Den habe ich halt durch die Tiefen durchgeschleift, ne? Also ich habe Achter mit meinem Main gemacht und habe dem am Anfang stehen gelassen. Dann waren die zwar ein bisschen schwerer, in Anführungszeichen. Aber ich habe halt gleich zwei Chars für die Tiefen weg. Da gibt es ja auch eine Achievement, dass du so und so viele Tiefen laufen musst und so viele mit diesen Schlüsseln aufmachen. Und dementsprechend hatte ich den dafür mitgeschleift. Also er müsste eigentlich jetzt auch 6,16 Items drin haben. Ach, doch, das ist eine Einhandwaffe. Hab ich doch mal auf Tank umgestellt. Das kann ich mir nicht erzählen. Der scheiß Twink kriegt eine 6,16er T-Teil raus, weißt du? Es ist doch zum Mäusemelken. Ja, komm, dann nehmen wir es halt. Das war mir so klar, ne? So klar war das. Naja, haben wir zumindest schon mal die einen Teil vom Worry-Set. Direkt. 6,16er Hände hat er drin. Zwei Slots hat er aufgefüllt gehabt. Naja, schauen wir mal. Ich habe noch ein paar andere Chars. Als nächstes haben wir hier den Priester. Und bei dem ist eigentlich dasselbe. Den hatte ich jetzt nicht mitgezogen in Delves. Also der müsste Open World Content haben. Der hat auch ein Set-Teil drin. Ah ja, komm, das nehmen wir. Gleich mal LFR-Set eingetütet mit dem. Eigentlich ganz nice, ne, dass ich mit diesen Open World-Gedönse halt auch die Set-Sachen krieg. Bin jetzt auch gerade am Überlegen, was mir jetzt einfällt. Ich könnte die doch auch upgraden und würde dann vielleicht noch gleich das Normal T-Mog bekommen. Jetzt schauen wir mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Halt, da müssen wir rein. Wie geht es euch? Achso, hier habe ich nur noch mal die Quest gemacht. Naja. Gut, jetzt schauen wir mal, ob ich da genug Marken habe, wenn ich es jetzt auf 5 upgrade. Ja, dann habe ich direkt Normal auch noch mit dabei. Das ist doch gar nicht schlecht. Okay, so viel zu dem Priest. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir noch Nettes haben. Als nächstes habe ich dann noch meinen DK. Den habe ich wie den Worry auch in den Achter-Delves mitgezogen. Also ein paar von den Delve-Items hat er schon an. Und der hat einmal Hände und Hosen. Ja gut, das ist für mich ein No-Brainer. Das, was ich noch an T-Mog brauche, das nehmen wir, ne? Und zwar das hier, die Beine. Theoretisch könnte ich die dann auch in den Set-Teil umwandeln für den. Aber ich lasse mal die Charges offen mit den Twinks. Mit denen gehe ich dann hauptsächlich auf T-Mog später und da können wir dann mal noch gucken, was wir dann wo brauchen. Okay, dann ist der eigentlich auch soweit fertig. Dann schauen wir jetzt noch. Magier habe ich, glaube ich, noch rumliegen. Gut, hier, dann haben wir den letzten Char, der Magier, wie gesagt. Und mit dem hatte ich, glaube ich, auch nur das Maschinen-Event gemacht. Also der dürfte eigentlich auch nur einen Slot haben.
hat der denn drin, den Trinket? Ja, du, keine Ahnung, ob das gut ist. Wir nehmen das einfach mal. Dann hat er zumindest irgendwas an. Überlegt, ob ich die Dinge nehme, ne? Die Marken, aber komm, egal. Kriegt er sein Epic Trinket. Beauty, dann sind wir durch mit dem ersten Vault. War so, ja, halbwegs erfolgreich. Auf dem Main hätte ich gehofft, dass ich ein höheres Item-Level in Set kriege, aber gut, so ist das nun mal jetzt. Und ja, dann sind wir durch mit einem kleinen Opening. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so drin hattet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.